Wenn der Apfel reif ist, drehst du ihn leicht und er fällt dir genau in die Hand. Mmh, mmh. Die Süßigkeiten der Natur. Ich erlaube mir, einen vom höchsten Ast zu pflücken, Sir. Ein leichter Dreh. Ihre Technik scheint fehlerhaft zu sein. Oh, Apfelmus ist aber auch sehr lecker. Sag mal, seit wann gibt es denn fliegende Obstpflücker hier auf Gryffindor Dead? Wenn ich das wüsste. Chase, Fahrzeugmodus. Also da mache ich mit. Ha, hier sind sie, Billy. Mr. Elfer! Hilfe, Hilfe! Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Durchgeburt! Helfen und retten! Sind wir von Not und Gefahr bedroht! Durchgeburt! Helfen und retten! Ihr Lenker ist Cody, der mutige Held. Die Rescue Bots retten täglich die Welt. Rescue Bots! Helfen und retten! Rescue Bots! Frankie und der Regenwaldturm. Wir kümmern uns um Mr. Alper. Los, gebt der fliegenden Plage die Klatsche. Danny, wir jagen einen fliegenden Obstpflücker westlich vom See. Ja, klar machst du das. Wir sind gleich da. Düngemittel. Vielleicht kriegen wir Blades dazu, es zu beseitigen. Er trägt doch gerade seine Schaufelkralle. Sorry, Jungs. Die Schaufelkralle steht nicht mehr zur Verfügung, denn sie startet in 3, 2, 1. Wir hängen fest. Abtrennen, sofort. Steigen Sie ganz ruhig aus mit Ihren Servos in der Luft. Hallo. Ein Hoverpicker sollte besser nicht beschädigt werden. Ansonsten werdet ihr vom Anwalt meiner Mutter hören. Priscilla, das Ding gehört dir? Ach, wenn du von meiner zukünftig preisgekrönten Erfindung für diesen Wettbewerb sprichst, ja. Welchen Wettbewerb? Taschendieb des Jahres? Der neue Jugendforscht-Wettbewerb natürlich. Veranstaltet von einem Freund meiner Familie, dem Bürgermeister. Schön. Aber versuch deinen kleinen Unruhestifter kürzer anzubinden. In Ordnung, Miss Pinch? Sie wollen nicht ernsthaft, dass ich die Entwicklung einer lebensverändernden Technologie behindere. Oder, Chief Burns? Nicht mal im Traum. Wir sehen uns beim Wettbewerb, Cody. Vorausgesetzt, du und Frankie habt überhaupt was zu bieten. Keine Sorge wegen uns. Wir haben wahnsinnig viele Ideen. Schnell, Frankie. Wir brauchen eine Idee. Jetzt hast du es eilig? Seit 3 Wochen versuche ich, mit dir ein Brainstorming zu machen. Ich musste doch zur Schule und Hausarbeiten und das Renegade-Farm-Zubehör und... Wonach riecht das denn so mies hier? Das würde ich auch gern wissen. Du kommst nie darauf, woraus dieses Düngemittel gemacht wurde. Ah, danke. Um diesen Wettbewerb zu gewinnen, brauchen wir frische Ideen. Große Ideen. Ein Vorschlag vielleicht? Ich weiß was. Wir beenden diese höhenflugartigen Rettungsaktionen auf Dächern und zwar durch, haltet euch fest, einziehbare Gebäude. Dankeschön. Würde das die Leute innen drin nicht zerquetschen? Oh. Hm. Wie wär's mit einer riesigen Waldsprenkleranlage, um die Buschbrände zu verhindern? Klasse. Oder vielleicht noch besser, ein komplett mobiler Waldsprenkler.
Ein Anzug, der in alle Richtungen Wasser versprüht, sodass die Feuerwehrleute sicher in das Brandgebiet gehen können. Sehr interessant. Ein guter Ausgangspunkt, die Bäume zu retten. Aber warum nicht die Bäume benutzen, um die Städte zu retten? Ich kann dir nicht folgen. Seht ihr? Sich selbst versorgende Regenwaldtürme in städtischen Gebieten. Sie würden die Luft vom Kohlendioxid reinigen, Sauerstoff produzieren und ein gefährdetes Ökosystem instand halten. Das ein Sprinklersystem braucht. Ich fürchte, das behindert den Verkehrsstrom. Ist das auch einziehbar? Hört sich an wie die Geschichte von Hans und der Bohnenranke, die du uns erzählt hast, Cody. Aber was ist mit meiner Idee? Der Sprinkleranzug könnte sogar Leben retten. Meine Idee könnte den Planeten retten. Es sind beides gute Ideen. Also warum bewerbt ihr euch nicht unabhängig voneinander? Naja, ich denke, das könnten wir tun. Möge die beste Erfindung gewinnen. Und nun die Finalisten unseres neuen Jugendforschwettbewerbs, meine Damen und Herren. Ihre Gehirne mögen klein sein. Ach, wie originell. Aber ihre Ideen sind groß. Und der Gewinner der besten Erfindung ist Francine Green mit ihrem Sky Forest. Das ist mein kleines Wunderkind. Sie können jetzt jegliche Spende für Ihre Wiederwahlkampagne getrost vergessen, Herr Bürgermeister. Ach, würde es dir was ausmachen? Hey, Frankie, gratuliere! Francine Green und Cody Burns. Von den besten Freunden zu unerbittlichen Feinden. Was? Cody, du bist gerade vernichtend geschlagen worden von jemandem, dem du wie einer Schwester vertraut hast. Nein, ich... Herr Bürgermeister, was wird jetzt aus Francine Greens Sky Forest? Wieso? Wir werden eine komplette Anlage bauen. Genau hier auf Griffin Rock. Die Touristen werden herbeiströmen, um es sich anzusehen. Und die kleine Miss Green wird berühmt werden. Frankie und Cody sind jetzt Feinde? Wann ist denn das passiert? Es ist hart zu verlieren, besonders gegen einen guten Freund. Wenn sie jetzt Feinde sind, müssen wir uns für eine Seite entscheiden. Das passiert doch in jedem Freundschaftsfilm. Ich glaube, das nennt man den Brudercode. Ich finde keine Referenz dazu in den bürgerlichen Gesetzbüchern. Aber ich schätze Loyalität. Cody, wir stehen an deiner Seite. Solidarität. Team Cody bis zum Ende. Wir zeigen es ihr, von wegen klüger sein wollen als du. Was? Ich habe mir doch nur gewünscht, es gäbe zwei Sieger. Danke, Jungs. Aber Frankie hat fair und verdient gewonnen. Und mit wem sollen wir jetzt böse sein? Hier ist Frankies Witcom. Ich kann euren Anruf gerade nicht entgegennehmen, weil ich mit Interviews beschäftigt bin. Oder ich prüfe technische Unterlagen. Oder ich studiere Baupläne. Der Sky Forest wird heute aufgebaut. Die zweite Ebene ist abgesichert. Dann bringt uns jetzt die dritte. Dad, eines der Seile zerreißt! An alle, macht sofort den Platz frei! Jetzt! Schnell weg hier, Leute! Lauf, lauf! Aus dem Weg! Frauen und auserwählte Funktionäre zuerst! Rescue Bots, ein Sprung zur Rettung! Wow, das ist ja riesig. Yep, passt perfekt. Oh, was machen die denn alle da unten? Na, Frankie, Ehren. Schön von ihr, all den Stahl und Beton hochzuhieven, nicht wahr? Oh, warte, das waren ja wir. Jungs, ihr wart großartig, aber Frankie verdient auch jede Menge Lob. Stört es keinen, dass diese Konstruktion gegen die örtliche Höhenbeschränkung verstößt? Hi, Frankie. Coole Medaille. Ich würde... Warte kurz, Cody. Hier kommt die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben. Der Sky Forest ist bautechnisch fehlerfrei.
Und das Bewässerungssystem ist voll funktionsfähig. Absolut großartig. Hat das irgendjemand bezweifelt? Das ist eine Erleichterung. Ich kann nicht glauben, dass das wahr ist. Du kannst wirklich sehr stolz sein, Frankie. Ich würde sagen, da hast du gute Arbeit geleistet, mein Liebes. Zeit zum Schlafen gehen. Daddy, jetzt wo die Samen gepflanzt sind, wie lange dauert es, bis ein Regenwald daraus wird? Oh, ich würde sagen, 10 Jahre oder so. 10 Jahre? Was sollen wir den Touristen denn bis dahin bieten? Tut mir leid, Sir. Aber Mutter Natur lässt sich nicht hetzen. Wow. Offenbar hat hier jemand Mutter Natur beeinflusst. Ich hoffe nur, es gibt keinen Riesen da oben. Kommt her! Kommt alle her zu Griffin Rocks eigenem völlig ausgewachsenen Sky Forest. Besuchen Sie das 8. Weltwunder! Oh, wie schön! Das ist ja Wahnsinn, wirklich unglaublich. Bürgermeister, sind Sie dafür verantwortlich? Ah, ist doch alles nicht der Rede wert, Chief. Erstaunlich, was ein wenig von diesem Wachstumsbeschleuniger im Bewässerungssystem so alles bewirken kann, hä? Wo haben Sie denn so viel von diesem Mittel her? Aus der Hall of Inspiration. Es stellte sich heraus, dass wir noch ganze Fässer davon hatten. Diese Fässer kommen aus einer verlassenen und völlig vergessenen Abteilung. Haben Sie denn die Warnungen nicht gelesen? Auf den Labels stand aggressives Wachstum. Das war genau das, was wir brauchten. Was wir brauchen, ist Zeit und Geduld. Für Pflanzen ist es gar nicht gut, so schnell zu wachsen, Bürgermeister. Beruhige dich. Dieser Sky Forest ist absolut sicher. Geht, erkundet alles und amüsiert euch. Und morgen öffnen wir für das Publikum. Nicht, dass ich gewollt hätte, dass das passiert, aber es ist irgendwie cool. Frankie, ich hatte noch keine Gelegenheit, dir zu gratulieren. Oh, danke, Cody. Alles ist so blitzschnell passiert. Du bist doch nicht böse, dass ich gewonnen habe, oder? Spinnst du? Selbst ich wusste, dass ein leckender Sprengleranzug das nicht toppen konnte. Wer als erster oben ist. Oh, na warte, ich überhole dich noch. Scheint, als wäre Cody immer noch deprimiert. Er versucht gerade, Frankie zu besiegen. Ich glaube, die machen nur Spaß. Also das war's mit der Rivalität? Ist das schön. Ich habe vermisst, Frankie mögen zu dürfen. Irgendwas stimmt da aber nicht. Oh. Wow. Der Wahnsinn! Hier könnte ich gut leben. Überhaupt verfolgen. Sie wachsen einfach da, wo sie Halt finden, aber die hier wachsen viel zu schnell. Dad! Der Regenwald greift an. Frankie und ich sind auf der höchsten Ebene. Danny, flieg mit dem Heli darauf. Alles klar. Kate und Graham, wir müssen die anderen Ebenen evakuieren. Tolle Leistung, Bürgermeister. Rescue-Bots, los geht's. Wir werden uns um die Kinder kümmern, Doc. Halten Sie alle Neugierigen vom Wald ab. Die Warnung vor invasiven Pflanzen. Verstehen Sie die jetzt vielleicht, Bürgermeister? Ich habe jetzt keine Zeit für Vorwürfe. Zurück, Leute! Ah.
Oh. Ich will sie alle haben. Die da drüben auch. Und... Cody, Frankie, beeilt euch, kommt rein! Ja, bevor die Lianen noch zu Gemüse machen! In Bewegung bleiben, Leute, sonst kommt ihr da nie wieder raus! Mr. Harrison, fliegen Sie weg, beeilen Sie sich! Beeil dich, Boulder! Ich liebe Bäume, aber nicht so sehr. Die Lianen überwuchern schon die ganze Stadt. Wie können wir sie aufhalten? Wenn wir die Zufuhr dieses Wachstumsmittels abstellen, das sollte sie sofort aufhalten. Wir müssen nur zum Ventil auf die 5. Ebene kommen. Ich könnte versuchen, da reinzufliegen, aber ich glaube nicht, dass wir sehr weit kommen werden. Seht ihr das? Die Pflanzen schrecken vor dem Ozean zurück. Salzwasser, ich habe eine Idee. Bring uns zur Feuerwache. Heatwave, könntest du das Werkzeug auspacken? Ihr habt ihn gehört. Also los jetzt, Team. Laden und ansteuern! Hol sie rein. Los, Jungs, in den Truck! Okay, keine Angst, ihr seid hier drin sicher. Das bisschen Spinat kann einem trainierten Kerl wie mir keine Angst... Priscilla, folge mir zur Treppe. Diese Vegetation scheint uns regelrecht zu umschlingen, Sir. Jace und ich hängen auf der 2. Ebene fest. Wie ist eure Lage? Dasselbe hier auf der 3. Ebene. Und auf der 4. Keine Panik, Leute. Wir haben einen Plan. Durst? Wie wäre es mit erfrischendem Wasser aus dem Ozean? Es funktioniert! Die Pflanzen mögen definitiv kein Salzwasser! Gruselig! Gruselig! Schon gut, Cody. Lauf weiter. Cody, such nach dem großen roten Abschlussventil. Ja, kommt rein. Oh nein, mein Tank ist leer. Ah!
Wahnsinn! Ja! Juhu! Das war knapp. Die längsten 20 Minuten meines Lebens. Ja, aber das nächste Mal, Dr. Green, sollten Sie die verlassene und völlig vergessene Abteilung besser abschließen. Entschuldigen Sie, mein Hoverpicker ist von Ihrem Venusfliegenfänger geschluckt worden. Hier sind die Kosten für den Ersatz. Schicken Sie einfach einen Scheck an Mutters Sekretär. Oh. Und so sagt Griffin Rock adieu zum städtischen Turm der Bäume. Der Sky Forest wird auf die Wayward-Insel umgesiedelt. Das fast unzugängliche Atoll vor unserer Küste. Tut mir leid, dass es nicht so geworden ist, wie du es dir gewünscht hast. Daddy sagt immer, große Ideen sind wie Saatkörner. Sie brauchen Zeit zum Wachsen. Tja, auf jeden Fall hat der Sky Forest jetzt alle Zeit dazu. Übrigens, das hier wollte ich dir noch geben. Oh, was ist mit deiner Medaille? Ich wollte, dass mein Dad sie halbiert, damit wir sie uns teilen können. Meine Idee hat vielleicht den Wettbewerb gewonnen, aber wie du sagtest, deine konnte Leben retten.